Dann brauchen wir Streichhölzer. Ich versuch's, den Papp. Mr. Harold Gorringe von nebenan hat vielleicht Cats. Ah, Mist. Welch eine Wohltat! Licht! Das hier nenne ich Kunst. Was haben diese Möbel hier zu suchen? Sie gehören Harold Gorringe. Vater Colonel Mackett. Guten Abend, Sir. Oh, ich konnte es nicht mehr aushalten. Die ganze Zeit über hat es geregnet. Wie wär's mit einem Pink zum Aufmühlen? Ja, Curly. Es geht alles vor die Hunde. Wo man nur hinschaut. Oh, danke. Für ein Geschenk Gottes an die Junge. Ihr Trink ist komisch ausgesehen. Ah, was sagt er? Und ich stelle nicht an, dass ich mir mein Geld zurückgehen. Das ist ja furchtbar, Mr. Gorringe. Carol, alles von Claire erzählt. Obwohl es mich erstaunt, dass du 3 Monate eine lange Zeit nimmst. Prickle, ich spreche mit dir! Ich erkläre dir nachher alles. Geh hinauf ins Schlafzimmer und warte auf mich. Und wer ist eigentlich diese grässliche Person? Nur eine Bekannte. Sie wissen schon, gedacht haben, kommen wir überhaupt? Nein, ganz und gar nicht. Ich bin ja so froh, dass Sie gekommen sind. Für mich ist diese Arbeit Ausdruck der beiden Triebfedern männlicher Unruhe. Nur wenn man es im Innersten spürt, ist es wirklich Kunst. Seid ihr angestellt der Bank Londoner Ehrwerk? Mein Ehrwerk? Ja. Mrs. Puttet, meine Putzfrau. Ich dachte schon, es wäre eines ihrer verrückten Spiele im Dunkeln, Sir. Eines mit dieser Gummiunterwäsche und dem kleinen Hals. Nein, Mrs. Puttet, was Sie sagen. Sie können es ja nicht wissen. Darling, hast du dich auf so etwas eingelassen, nur weil du mich nicht heiraten wolltest? Heiraten? Bleib mir fern! Geht weg! Ich hätte geglaubt, ich hätte einige Jahre hier einen Freund wohnen gehabt. Ich wusste nicht, dass ich Tür an Tür mit einem stinkenden kleinen Dieb lebe. Harold! Ich werde dich zusammenschlagen müssen, Brinsley. Harold! Ganz recht, Sir! Oh, Schimmel! Mein Gott, das ist Godunov! Godunov! Gott, keine Angst, Mr. Godunov, wir hatten einen Kursus, aber der ist jetzt repariert. Ist der Müller? Du musst lauter sprechen, er ist taub. Keine Angst, Mr. Godunov, wir hatten einen Kursus, aber jetzt ist alles in Ordnung. Ja, Claire, jetzt ist alles in Ordnung. Genau, Moment! Mit einem Schlag! Unfassbar! Unauslöschlich!